Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Ich habe hier wieder eine ganze Tüte Müll gesammelt, den ich euch jetzt gerne präsentieren möchte, damit ich ihn auch endlich wegschmeißen kann. Und ich fange sofort an, weil ich weiß echt überhaupt nicht mehr, was drin ist. Und ja, schauen wir mal. Also, als erstes kein Kommentar. Dann habe ich mir die Garnier Micellentücher gekauft und auch schon aufgebraucht. Und ich finde sie irgendwie echt gut, weil sie sind sehr, 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 sehr weich im Vergleich zu den BB Young Care. Aber ich finde die von BB Young Care reinigen leichter. Aber irgendwie finde ich die gerade zur Zeit angenehmer auf der Haut. Dann Badesalz von Isana, deine Ruheoase. Sehr gut, riecht sehr schön und macht tollen Schaum. Ihr wisst ja immer, wie wichtig mir das ist, dass Badesalz Schaum macht. Und dieses macht Schaum. Das ist eins meiner Lieblingsbadezusätze. Badesalz Traumzeit mit Lavendelöl und Vanilleextrakt von Isana. Ich liebe Isana Badezusätze. Dann habe ich von Dresdner Essenz Amazonas Badesalz. Das war auch sehr, 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 sehr gut gewesen. Das hat sich sogar verfärbt in der Badewanne. Und es war echt richtig, richtig gut und hat super toll gerochen. Von Dresdner Essenz Abendruhe. Auch sehr gut, sehr gut. Ja, dann habe ich die Sleeping Maske von Shavens. Darüber habe ich ja auch schon mal berichtet. Das ist halt meine absolute Lieblingsmaske, die es gibt, weil man sich die abends aufträgt und nicht abwäscht. Also man benutzt sie wie eine Nachtcreme. Und oh mein Gott, ich schwöre euch, danach am nächsten Morgen ist die Haut so, 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 so weich und so, 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 so schön und so, so, so gepflegt. Es gibt keine bessere Gesichtsmaske zurzeit, meiner Meinung nach, in der Drogerie. Vielleicht könnt ihr mir ja noch eine empfehlen, weil ich liebe gerade Gesichtsmasken. Dann Erkältungszeit von TT-Sept. Ja, dann habe ich von Alverde mir mal eins gekauft, und zwar Schaumbad Seifenblasentraum. Und das hat so viel Schaum gemacht. Also es war so ein krasser Berg gewesen, dass man... Also ich hatte schon gar keinen Platz mehr in der Badewanne, weil da überall nur Schaum war. Sehr gut, also für mich. Dann habe ich das hier aufgebraucht von Swiss Opal Silver Haarkur. Hatte ich mir mal geholt, ja, um den Gelbstich zu vermeiden. Und ich kann euch sagen, dass das überhaupt nicht funktioniert bei mir. Also es ist sehr, sehr, sehr schlecht. Ich habe mir von BC, wenn es so heißt, Schwarzkopf, so ein Silbershampoo geholt. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also das hat bei mir überhaupt nicht geholfen. Werde ich mir auch niemals nachkaufen. Ja, das war auch so süß von Isana, deine Kuscheleinheit Badekristalle. Voll cool, oder? Das ist voll süß. Und es riecht so krass nach Honig. Oh mein Gott, das ist so lecker. Dann habe ich aufgebraucht von Balea Seidenglanz Spülung. Sieht schon ein bisschen eklig aus. Frangipani und Perle. Und ich fand es gut, also für den Preis, ich glaube, das kostet sogar unter 1 Euro. Es ist schon echt ein richtig, richtig gutes Shampoo. Ich fand es super und ja, es riecht auch schön, hat die Haare schön weich gemacht. Dann habe ich vom Lendermaid 3D White Luxe Zahnpasta aufgebraucht. War eine gute Zahnpasta, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass keine Zahnpasta die Zähne wirklich weiß machen kann, oder? Also ja, war auf jeden Fall gut. Aber ich hole mir immer so eine Weißmacher-Zahnpasten, weil ich hoffe, dass es klappt. Isana Badekristalle Alpenkräuter. Wie ihr seht, ich bade sehr viel und sehr gerne. Also ich freue mich auch immer mega, wenn ich ein Badesalzgeschenk kriege. Ja, bin ich immer voll so... Dann, oh mein Gott, das sieht ja auch schon eklig aus. Herbal Essences Orientalischer Traum pflegendes Shampoo. Fand ich auch sehr gut von Herbal Essences. Da ist noch ein klitzekleiner Rest drin, wie ich gerade sehe, aber gut. War sehr, sehr gut. Es gibt ja von Herbal Essences jetzt wieder die alten Verpackungen, falls ihr es schon mal gesehen habt. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt anders sind als die neuen. Wisst ihr, was ich meine? Dann von L'Oréal Paris Age Perfect Gesichtswasser erknittert und belebt. Das habe ich, glaube ich, irgendwo bei YouTube gesehen. Und es ist ein gutes Gesichtswasser. Es hat irgendwie so einen frischen Kick. Also es zieht so leicht auf der Haut. Und da habe ich das Gefühl, dass es besonders gereinigt wird. Das war sehr gut. Ich wollte es mir auch letztens nachkaufen, aber irgendwie ist es, glaube ich, ein bisschen teurer als die anderen. Deswegen habe ich gedacht, ah, nimmst du jetzt erstmal wieder ein anderes. Aber ich glaube, das nächste Mal werde ich wieder das holen. Weil es war auch morgens ganz cool gewesen, dass es so einen kleinen frischen Kick hatte. Ja. Dann von L'Oréal Elvital Öl Magique nervlingendes Shampoo. War auch gut, war aber nichts Besonderes. War einfach für mich ein ganz normales Shampoo gewesen. Ich benutze jetzt sowieso ganz anderes Shampoo. Falls ihr mal meine Haarpflegeroutine wissen wollt, dann kann ich euch das ja gerne mal abdrehen.
So, upsie. Noch eine Zahnpasta von Colgate, Max White One Optic, habe ich aufgebraucht. Die ist ja so blau und bei der ist ein einziger Nachteil, dass sie auch die Zahnbürste sehr, 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 sehr blau macht. Und ja, soll ja optisch die Zähne verweißern. Verweißern, Lena. Ja, weiß machen. Keine Ahnung. Ich sehe da immer nichts. Butterpads von Lilly B. von Rossmann. Ich finde die immer ein bisschen besser, sogar als die von DM. Dann habe ich von L'Oréal Eau Magique auch die Spülung aufgebraucht. Und die Spülung ist auch sehr gut gewesen. Spülungen sind immer gut. Spülungen machen Haare weich. Hallo. Dann hatte ich hier von Balea, was habe ich sowas von aufgebraucht? Duschgel Sweet Smoothie Zuckerschnute. Das Zuckerschnute Duschgel, was soll ich sagen? Oh mein Gott, wer meine Videos schon ein bisschen guckt, der weiß, ich liebe Zuckerschnute, ich vergöttere Zuckerschnute und es ist einfach das Beste, was es gibt, weil es riecht so lecker nach Zitronenkuchen. Richtig yummy. Davon habe ich auch mir, glaube ich, 4 oder 5 Packungen geholt. Dann von Dove Invisible Dry ein Deo-Roller. Ich benutze immer so eine Deo-Roller. Die finde ich irgendwie ganz cool. Und die von Dove, die riechen halt immer so gut. Ja, hat auch gut geholfen. Dann von Balea Tide Perfection Nachtcreme. War überhaupt nichts Besonderes gewesen. Ich bin irgendwie immer noch auf der Suche nach einer ultimativen Nachtcreme. Also wenn ihr mir bitte eine Nachtcreme empfehlen könnt, dann wäre das echt super cool von euch. Sie war okay, aber nichts Besonderes. Also habt ihr jetzt nicht wirklich Besserung gemerkt. Dann hatte ich hier auch noch von Balea Duschgel Zuckerschnute. Das war so ein Geschenkset gewesen. Das war auch sauteuer. Es hat 5 Euro gekostet. Da war halt hier so ein kleines Duschgel und noch irgendwie so eine Bodybutter, so eine Mini. Aber ja, zum Glück ist dann danach das große Duschgel rausgekommen. Und deswegen das Geschenkset würde ich nicht empfehlen. Das war nämlich eigentlich viel zu teuer gewesen. Dann von Merch Spezial Perfekte Haut Gesichtsmaske. Sehr, sehr, sehr gut. Die hat mir mein Freund mal mitgebracht. Das fand ich aber auch voll süß, wenn er sowas mitbringt. Und die ist auch eine sehr, 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 sehr gute Maske, die die Haut wirklich strahlen lässt und sehr weich macht. Also top, top. So, dann habe ich noch, von Bruno Banani ein Parfüm aufgebraucht. Ich weiß aber leider jetzt nicht mehr, wie das heißt. Und das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich ein Parfüm komplett aufgebraucht habe. Weil sonst bin ich immer so geizig und denke mir so, nein, was ist, wenn es alle wird? Und bei dem, ja, das habe ich immer gesprüht. Es hat sehr gut gerochen. Ich kann keine Düfte beschreiben. Es riecht aber wirklich gut. Oh, ist da noch was drin? Nein, es ist sowas von aufgebraucht. Das riecht wirklich gut. Also falls ihr mal irgendwo seid und da dran schnuppern könnt, tut es. Oh Mann, der ganze Boden ist schon voll mit Müll. Und das letzte, was ich aufgebraucht habe, ist mein Sweat-Off Antitranspirant Roll-On, den ich euch wärmstens empfehlen kann, wenn ihr Probleme mit Schwitzereien habt. Die habe ich nämlich jetzt zurzeit nicht mehr so, aber früher sehr, sehr, sehr große Probleme, dass selbst wenn es kalt war, ich irgendwie geschwitzt habe unter den Armen. Und dann habe ich mir das hier mal bei Amazon bestellt und ich kann euch sagen, es brennt am Anfang ein bisschen. Aber danach schwitzt man echt gar nicht mehr. Also ich habe das auch schon so vielen Leuten empfohlen. Und alle haben mir gesagt, oh mein Gott, danke, dass du mir das empfohlen hast. Das ist wirklich, wirklich gut. So, das war's dann mit meinem Beauty-Müll. Kurz und knapp ganz viel Müll gezeigt. Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Sachen empfehlen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Und ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich Snapchat habe. Falls es jemand von euch interessiert, da heiße ich auch Like It Lena, wie überall. Und falls ihr da mal gucken wollt, wie ich hinter der Kamera aussehe oder wie ich keinen Bock habe, zur Arbeit zu gehen oder wie ich einfach, keine Ahnung, rummecker, dann solltet ihr da mal vorbeischauen. So, dann sehen wir uns bald wieder. Bis bald, meine Süßen. Tschüssi.